So, da sind wir schon wieder zurück. Denn durch das Update gab es doch einige Veränderungen, die wir jetzt einfach mal zusammen schnell durchgehen. Also es ist einfach nur ein Informationsvideo, was sich alles durch das Update jetzt geändert hat. Erstens schon mal allein im Shop. Das kryptische Fluchpaket kam jetzt hinzu. Einmal mit jedem Skin, mit dem Rückenaccessoire und dieser Spitzhacke. Den Skin kennen wir, glaube ich, schon. Ich meine ja. Und die verschiedenen Stile sind halt einmal hier nochmal in lila, einmal hier in dem gelb-grün und einmal in diesem orange-rot. Dazu gibt es natürlich das Rückenaccessoire, ist natürlich auch einmal die Sanduhr, dann eine grüne Sanduhr und eine orangene Sanduhr. So, das war das. Dazu gibt es natürlich extra wieder nur unter Herausforderungen. Die Herausforderung kriegt ihr aber direkt da rein, aber ich kann euch nicht sagen, was für Herausforderungen wird das sind, weil ganz ehrlich, das Paket hier ist mir keine 16 Euro wert. Also, ich weiß nicht, wenn man es unbedingt haben muss, ja, aber in meinen Augen ist es keine 16 Euro wert. So, des Weiteren kann man jetzt einen Spitznamen hinzufügen. Nämlich einfach einen Spitznamen hinzufügen. So, ich will aber jetzt hier nichts ändern, nicht, dass ich euch dann nicht mehr finde. Also wie gesagt, ihr könnt hier einfach einen Namen eingeben. Hat das jetzt angenommen? Nein. Einfach. Jetzt Problem ist zu viele Freunde. Hier reingehen. Wieso nimmt der das denn nicht? Guck ich mal gerade bei meinem Sohn. Dann müsste eigentlich. So, jetzt kann ich da nämlich einfach Adrian eingeben. Zack. Und jetzt steht da halt Adrian und dahinter der Name. Der richtige. Ist natürlich eine Möglichkeit, wenn ihr Leute habt, die dauernd ihren Namen ändern, ist natürlich eine gute Sache in dem Sinne. So, dann, ihr seht ja schon, Freundesanfragen kommen. Ihr wisst ja, ich werde sehr wahrscheinlich, beziehungsweise nicht, ich werde sehr wahrscheinlich, ich werde Skins verlosen. Aber ich habe ja gefragt, ob im Livestream oder über die Kommentare. Ich nehme mal an, wir machen es wirklich im Livestream, weil er ist. Jeder sieht dann, dass ich es auch wirklich mache, weil mir wurde jetzt schon unterstellt, dass ich die Paysafe-Codes angeblich selber benutzt habe. Was einfach nicht stimmt, auch wenn jetzt dreimal hintereinander derselbe den Code geknackt hat. Dafür kann ich aber persönlich nichts. Und wenn ich faken wollte, denkt mal kurz selber drüber nach. Macht es dann nicht mehr Sinn, drei verschiedene Leute zu nehmen? Also in meinen Augen hätte ich es dann eher so gemacht. Aber muss jeder für sich selber entscheiden. Wie gesagt, die Skins werden dann halt in den Livestreams verlost. Deshalb, abonnieren lohnt sich auf jeden Fall. Dann schickt mir auf jeden Fall eine Freundschaftsanfrage an yt-familyegg. Einfach hier unten reingehen. yt-familyegg. Und dann auf Absenden gehen. Hier auf das Männchen, falls ihr nicht wisst, wie man jemanden einlädt. So, ich kann mich aber selber nicht einladen. Ist klar, funktioniert nicht. So, dann haben wir noch einen neuen Modus. Aber dazu werde ich ein extra Video machen, weil ich glaube, das wird sonst zu lang. Ich gucke jetzt einfach mal, wie lange es jetzt dauert. Es hat sich nämlich auch auf der Map was verändert. Wir gehen deshalb direkt mal in Gruppenkeile rein. Eben habe ich nämlich schon mal gerade schnell reingeguckt. Müsste eigentlich soweit funktionieren, weil loot-technisch gibt es da nicht viel. Also da kann man eigentlich schnell mal hingehen und gucken, weil da soll heute der Lichtkönig kommen. Vermutet wird so gegen 2 Uhr, aber wenn es soweit ist, ich werde natürlich gucken auf YouTube und hast du nicht gesehen, dass ich das natürlich irgendwie mitbekomme. So, dann gehen wir nämlich direkt mal rein und wir gehen auch direkt mal auf die Minimap. Ihr seht schon, hier in der Mitte hat sich was verändert. Aber auch nur da. Also sonst ist mir noch keine Be Veränderung bekannt von der Map, weil hier war ja vorher diese kleinen Bootshäuser und da ist halt jetzt lila. So, dann gehen wir mal direkt rein. Wir fliegen natürlich direkt dahin, ist klar. Ich will euch natürlich auch zeigen, wie es jetzt da aussieht. Dann habe ich eben kurz beim Stan reingeguckt. Bei dem war die Map dunkler. Also ich muss sagen, bei mir, ich finde es überhaupt nicht dunkler. Ich finde, die sieht immer noch genauso aus wie vorher, außer diese eine Stelle. So, wir fliegen direkt mal hin. Ihr seht schon, da ganz in der Mitte ist anscheinend so ein Kreis. Und da wird er wahrscheinlich rauskommen oder wie auch immer. Aber das wird wahrscheinlich auch ein extra Modus sein,
wo man dann extra reinjoinen kann für. Also es wird kein Event sein, was im Spiel selber stattfindet, sondern extra Modus. Vermute ich jetzt einfach mal, weil so steht es halt auch in den Patch Notes, die mir gleich mal ganz schnell durchgehen werden. Na, als ich eben hier gelandet bin, war hier eine Kiste. So, Gegner haben wir auch schon hier. Grab mal schnell eine Kiste, dann will ich euch nämlich nur gerade mal zeigen, was man hier noch machen kann. Nämlich das. Also das passiert, wenn man über diese Dinger springt. Einmal noch. Einfach nur dieser kleine Schub. Ist zwar so ganz lustig, aber im Prinzip noch ist hier nichts. Also ist völlig uninteressant, hier eigentlich zurzeit zu landen. Ihr könnt euch das hier gerne mal angucken, aber ich denke mal, ihr werdet erstmal nichts anderes sehen als ich hier. So, weil mehr gibt es hier einfach nicht. Es gibt diesen Kreis in der Mitte, es gibt hier diese Sprungflächen. Zack. Und mehr ist hier einfach noch nicht. Deshalb, wir gehen noch direkt wieder raus. Dann gehen wir nämlich doch noch schnell in den neuen Modus. Dann haben wir nämlich alles auf einmal kompakt in einem Video. So. Weil mehr Veränderungen gibt es halt zurzeit einfach noch nicht. Eigentlich nur neuer Skin. Und halt den neuen Spielmodus. Nämlich Gunfight. Ein 2 gegen 2 Modus. So, ich mache das Ganze direkt schon mal im Solo-Modus. 1 gegen 2 ist besser. Nämlich, wir kriegen jede Runde verschiedene Waffen. Und das Ganze geht, meine ich, auf 4 Runden. 4 Runden? Müsste eigentlich 5 Runden gehen. Weil am Ende muss ein Gewinner feststehen. So, wir gehen noch direkt rein. Warte, ich glaube, da war gerade die Info. Jede Runde halte ich dieselben zufälligen Gegenstände. Ach, wer als erstes 4 Siege hat, der hat gewonnen. So, dann schauen wir mal, was wir bekommen. Ach Gott, was will ich denn damit? So, ihr seht die Map. Man kann nämlich auch, was nämlich viele nicht wissen, hier unten hergehen. Ah, man sieht einfach gar nichts. Alter, wie kann man die scheiß Waffe benutzen? Das ist ja mal. Also ich persönlich finde den Modus einfach nur schlecht gemacht. Weil ich habe auch jetzt bei mehreren schon zugeguckt. Also es ist einfach eine Katastrophe in meinen Augen. Ja, nur Revolver, man kennt ihn. Wieso hat er eine Blubberblase? Ich denke, alle haben dieselben Gegenstände. Ja, was macht mein Teammate? Hält sich aus allem raus. Aber er schafft es, ja? Aber so läuft halt dann jede Runde ab. Ja, nice. Machen wir gerade noch eine schnelle Runde. Also so läuft es halt immer ab. Du kriegst halt zwei Waffen. So wie ich das gesehen habe. Ich meine, zwei waren es. Ja, zwei Waffen und einen Gegenstand nochmal. Ich mit meinem Monster eben. Ah, der Gegner kommt langsam. Nee, 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 so nicht. Also nutzt doch ruhig außenrum das. Boah, die habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. So, jetzt ist die Frage, wo ist der andere? Ah, hinter mir. Lebe ich noch? Haben wir jetzt gewonnen oder verloren? Böse Zungen würden behaupten, wir haben. Doch, wir haben gewonnen. Ja, er hat den Kill gemacht. Oh, aber die Pistolen, die können sie sich echt schenken. Ja, ey, Mate, hier ist so beschissen. Ah, der andere ist da hinten.
kommt aber auch nicht da hinten aus seiner Deckung raus. Ah, Zone kommt aber jetzt auch. Schmeckt. So. Ja, da holen wir den einen Sieg jetzt auch noch hoffentlich. Habt ihr doch mal alles gesehen. Ja, ist halt ein netter Zeitvertreib, aber in meinen Augen nichts Besonderes. Die Sache M hiermit ist zu behindert. Also, so sieht das Ganze aus. Gibt keine EP, nichts. Von daher in meinen Augen uninteressant. Weil wir wollen ja alle mit dem Level hochgehen. So, jetzt gehe ich ganz kurz mit euch noch die Dings durch. Die Patch Notes, damit ihr die nämlich auch seht. Kleinen Moment. So, das hier sind die Patch Notes. Also, uralte böse Macht auf der Insel erwacht und stürzt die Welt von Fortnite erneut in Dunkelheit. Weil dasselbe Spiel hatten wir ja schon mal letztes Jahr. So, hier geht es eigentlich nur darum, dass die Fußballskins da sind. Dann, dass es hier diese Spitzhacke gibt. Dann halt klar hier der Skin mit den drei verschiedenen Varianten. Dann haben wir natürlich hier das Paket für 18 Euro aus dem Shop. Hab's ja schon gezeigt, wie das aussieht. Und hier in Fortnite, Albträume erwartet euch noch mehr. Versucht euch am Community-Spiel Gunfright des Community-Entwicklers Blue Drive. Das war aber das Dings, was wir gerade gespielt haben. Hier ist es. Warte, ich mach's mal so. Der Sturmkönig fordert euch heraus. Schließt euch mit Freunden zusammen und stellt euch dem König im Sturmkönig LTM. Was bedeutet? Nochmal eigener Modus. Um ihn davon abzuhalten, die Insel zu zerstören. Euer Mut und eure Fertigkeit werden mit einem speziellen Schirm belohnt. Heißt, wenn wir den besiegt haben, bekommen wir auf jeden Fall einen Kleider. So, wenn dir das Ganze natürlich gefallen hat, gerne ein Abo da lassen. Das war's eigentlich schon mit dem Update. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wie gesagt, wenn ihr einen Skin gewinnen wollt, einfach im Livestream da sein. Wenn ihr die Aufgaben nicht mehr verpassen wollt oder die Lösungen haben wollt, auch gerne ein Abo da lassen. Ansonsten, wie gesagt, wie gehabt, schreibt euren Epic-Namen unten in die Kommentare. Hilft auf jeden Fall, hilft mir, hilft euch und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.